Das ist so ein bisschen wie bei den Brings und den Höhnern. Also ihr habt an einem Tag mehrere Auftritte. Nachher spielt ihr direkt wieder woanders. Ne? Also wie kommt das, dass ihr so viel unterwegs seid? Also das ist schon, es passiert jetzt nicht jedes Wochenende, dass wir so 3 Gigs an einem Wochenende haben. Aber wenn das alles passt, dann ist das natürlich ziemlich cool, da so viele Auftritte zu haben. Und ja, deswegen, also macht auf jeden Fall Spaß. Jakob, wie bist du zu Jazz gekommen? Ich habe eigentlich immer... Ich fand Jazz einfach super, weil man halt sehr frei sein kann. Und musikalische Freiheit? Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für mich halt auch, auf die anderen zu hören und zusammen zu spielen und nicht, dass jeder seine Noten spielt und dann spielt man eine halbe Stunde, ist man fertig, sondern eben zusammen was zu entwickeln und das dann auch immer wieder anders vorzutragen.